Yoho und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Video. Heute ist ein Informationsvideo angesagt. Ich habe im Hintergrund einfach mal so eine Bilderplaylist angemacht. Es ist ein sehr großes Informationsvideo, das heißt auf Deutsch, es wird eine Menge Informationen jetzt geben. Ich werde unten in der Videobeschreibung verlinken, wo die wichtigen Informationen sind. Das heißt auf Deutsch, ihr könnt euch die Themen, die euch interessieren, selber zusammensuchen und selber reinklicken, damit ihr nicht alles sehen müsst. Ansonsten nehmt euch ein bisschen Zeit, da erfahrt ihr, wie es jetzt in den nächsten Monaten weitergeht hier. Und ja, ich würde sagen, legen wir auch mal los. Wir beginnen am besten mit einem sehr interessanten Thema, und zwar der Gamescom. Ich habe mir mittlerweile Karten für die Gamescom geholt. Ich werde also dieses Jahr auf der Gamescom sein, und zwar am 7., 8. und dem 8. 8. Das ist der Freitag und der Samstag. Aus den Gründen, Freitag sind ja meistens so diese Game-Vorstellungen so, Donnerstag, Freitag und Samstag und Sonntag sind meistens diese Turniere, LCS und so ein Spaß. Zur Zeit zur Gamescom werde ich ja wieder in Deutschland sein und wahrscheinlich auch wieder mit League of Legends angefangen haben. Dazu kommen wir auch später noch. Und da ist es dann ganz interessant für mich. Ich hoffe, ich treffe vielleicht einige von euch auf der Gamescom, das wäre sehr interessant. Und ansonsten hoffe ich, dass es sehr lustig wird. Ich hoffe darauf, einige bekannte Persönlichkeiten zu treffen auf der Gamescom und vielleicht ein paar Bilder zu erhaschen oder Autogramme oder was weiß ich. Und vielleicht mir auch ein paar Tipps einzuholen auf der Gamescom. Das ist, glaube ich, somit auch das Wichtigste, sich auf der Gamescom dann einige Tipps zu holen, gerade aus technisch und so. Und ich bin ja jetzt nicht unbedingt der das Technik-Ass und habe das irgendwie beruflich. Von daher passt das schon. So. Nächstes Thema wäre auf jeden Fall erstmal das Video von gestern Minecraft. Es tut mir sehr leid, gestern ist Minecraft ausgefallen. Ich hatte ein Informationsvideo dazu gemacht, aber auch das wurde nicht hochgeladen. Ich habe momentan einige Probleme mit dem Hochladen. Manchmal spackt das Internet hier ein bisschen rum. Hat sich aber jetzt erstmal gelegt wieder. Heute kommt wieder ein Video. Es tut mir sehr leid für alle, die gestern das Minecraft-Video erwartet hatten. Ich werde demnächst ein kleines Minecraft-Speziale planen. Dazu werde ich mir eine Map runterladen. Dazu komme ich aber später. Ne, dazu komme ich erst, wenn es soweit ist. Und da gibt es ein kleines Bonus-Video. Mal schauen, das kommt dann in das Minecraft Random rein und ich werde auch anfangen mit. Ah, das ist ja gleich. Okay, geht's weiter. Nächstes wäre die Kanäle. Und zwar meinen ersten Kanal kennt ihr ja, den NeverGetSLP. Und dann den VlogDog-Kanal. Mir wurde gesagt, die Vlogs sind okay, werden besser. Ich habe mich ja erstmal reinfinden müssen. Aber es ist doof, dass es auf den zweiten Kanal gepackt wurde gemeint von vielen. Darum werden die Vlogs auf dem Erstkanal mit implementiert. Also ich werde den zweiten Kanal wahrscheinlich dann löschen und werde auf dem Erstkanal die Vlogs hochladen. Problem ist, dass ich dafür jetzt keine Riege habe. Also ich habe wahrscheinlich dann. Ich weiß nicht. Der wird sich sowieso noch einiges. Also, machen wir mal was mal. Also, es wird auf jeden Fall die Vlogs auf dem Zweitkanal jetzt hochgeladen. Und da kommen wir jetzt mal zu dem wichtigsten Thema eigentlich von dem Video. Und zwar ist das, wie geht es Let's Play technisch auf dem Kanal jetzt hier weiter? Ihr wisst es vielleicht. Ich ziehe in genau 7 Tagen wieder nach Deutschland. Bin dann dafür von April bis Dezember bin ich wieder in Deutschland dann. Und dann bin ich wahrscheinlich wieder in Österreich. Wie geht's in Deutschland weiter? Also der Sommer 2015. Es wird folgendermaßen ablaufen, dass ich die Let's Plays wahrscheinlich auf 3 reduzieren werde wieder. 3 oder 4, ich bin mir nicht ganz sicher. Minecraft bleibt auf jeden Fall. Dann wird Range of Kings, was momentan läuft, wird wahrscheinlich so lange noch weiterlaufen, bis ich in Deutschland bin. Danach wird Range of Kings von der Dedelic-Riege wieder abgewechselt, denn es kommen eine Menge neue Dedelic-Games raus, die ich natürlich alle auch anzocken möchte. Silence hat sich ja leider verspätet, das kommt nicht mehr im April raus, das haben sie auf Dezember verlegt. Macht mich jetzt einerseits traurig, andererseits muss ich sagen, es passt schon, weil ich kenne Dedelic. Dedelic wird da definitiv noch einige geile Dinge reinbauen. Wenn sie es schon verlegen, dann wird es Gründe haben. Deswegen werden wir bis dahin die ganzen anderen Dedelic-Games raus, die rauskommen. Fire werde ich zocken, das habe ich ja schon als Beta-Tester gespielt. Dead Synchronity habe ich überlegt, ob ich es mir hole. Dann gibt es noch ein paar andere Games, die ich ganz lustig finde. Fire ist schon bestellt, das wird glaube ich sogar am 13. kommt es an, genau an dem Tag, wo ich das erste Mal wieder aufnehme in Deutschland. Das heißt auf Deutsch, wahrscheinlich wird es so sein, bis 12. kommt noch Range of Kings und ab 13. kommt dann sofort Fire.
dass ich dann in einem Schnelldurchlauf spielen werde, weil ich kenne das Spiel ja schon. Einige Dinge werde ich bestimmt vergessen haben, aber ansonsten kenne ich das Spiel. Ich werde sehr viel auf das Spiel eingehen, wie ich die einzelnen Stationen finde und so. Da werden wir mal schauen, wie wir das machen. Minecraft, Friends of Kings. Dann momentan ist ja das SimCity Let's Play. Nicht SimCity, das City Skylines Let's Play. Das wird wahrscheinlich laufen. Entweder wird es 30 Folgen gehen, also ein Monat, oder es wird laufen, bis wir 100.000 Mann in der Stadt haben. Ich weiß nicht genau, kommt dann darauf an, wenn ich diese 100.000 Mann vor den 30 Folgen erreichen sollte, dann muss man gucken, haben wir jetzt alles gebaut, was wir bauen wollen, oder gibt es noch viele Dinge, die wir noch nicht entdeckt haben? Das müssen wir dann schauen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt erstmal 15 Folgen, glaube ich, habe ich. Das sollte erstmal fürs Erste reichen. Und danach wird das Let's Play aber nicht ersetzt. Danach geht es dann, das Let's Play hört dann danach wieder auf. Das war nur so ein Spaß-LP, was ich mal aufgenommen hatte. Und da habe ich gefragt, wer will es. Und dann haben einige gesagt, die wollen das sehen. Deswegen habe ich gesagt, mache ich es rein. Danach geht es aber mit dem Let's Play, danach geht es dann nicht weiter. Das wären die drei. So, das vierte wäre dann momentan Torchlight 2. Torchlight 2 wird zu Ende gehen. Ich denke mal, auch das wird noch ungefähr einen Monat sich hinziehen. Wir sind jetzt Level 40. Ich weiß, in dem Spiel geht es bis Level 100. Das ist aber für das Spiel an sich nicht notwendig. Es sind die Stufen, also um Level 100 und Halbgold, das sind die Dinge, die man erreichen kann. Und mit dem Ruhm kann man Halbgold erreichen. Wer sich da jetzt auskennt, muss da natürlich, wird wissen, was ich meine. Alle anderen können entweder mal reingucken ins Let's Play, vielleicht gefällt es euch ja oder auch nicht. Ist momentan wirklich eins der gut geguckten Let's Plays, was ich gar nicht gedacht hätte, weil RPG kommt ja immer so, bei den meisten so ein bisschen komisch an. Ja, das wird danach, was nach Deutschland kommt, weiß ich so noch gar nicht. Ich hätte noch Anno 2070, da müsst ihr sagen, ob das kommen soll. Und es ist auch noch, Kanaländerung, und es ist auch noch, Skyrim geplant. Bei Skyrim bin ich mir immer noch nicht sicher. Ich habe einige, die wollen das, aber es kam jetzt noch nicht so viel Revue, dass ich sagen würde, ich fange so ein 300-Folgen-Let's Play an, weil das wird richtig krass. Also da werden wir mindestens ein Jahr dranhocken an dem Let's Play. Von daher möchte ich da auch wirklich viele Zusagen haben, weil sonst, ich kann mir da ganz schnell mal einen Kanal verbauen. Man muss auch so sagen, es kommen in dem Jahr natürlich noch eine Menge neue Spiele raus. Wenn ich mir den Kanal mit einem Let's Play verbaue, was 300-400 Folgen geht, und dann guckt das keiner. Und ich möchte Let's Plays prinzipiell nicht abbrechen. Wenn ich Let's Plays beginne, dann mache ich Let's Plays auch zu Ende. Das ist bei mir so. Es gibt, glaube ich, ein Let's Play, was ich abgebrochen habe, und das war Assassin's Creed. Weil ich damals diesen Fehler hatte, dass ich das Spiel nicht mehr starten konnte. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch geht. Ich habe es nie wieder angemacht danach. Ja, das waren die Range of Kings, Torchlight und, genau, Binding of Isaac. Binding of Isaac bin ich mir unsicher. Es ist ein Let's Play, das man sehr schnell hochladen kann. Es ist ja kein Let's Play, was viel Arbeit macht. Doch, es macht schon viel Arbeit vom Aufnehmenaufwand her, weil es kann durchaus sein, dass ich mal für eine Folge, das seht ihr ja meistens nicht, ich habe durchaus das Problem, dass ich zum Beispiel für eine Folge Binding of Isaac 4 Stunden zum Aufnehmen brauche, weil ich dreimal so sterbe oder nicht das erreiche, was ich will. Momentan habe ich jetzt zum Beispiel den Devil gesucht. Für dieses Video für den Devil suchen habe ich 5 Aufnahmen gebraucht, weil ich 4-mal dabei nicht gestorben bin. Das war schon zum Beispiel. Also, auflauftechnisch ist es nicht besonders schwer. Also, Platinum Gold ist, glaube ich, drin, dass wir das einfach mal probieren, Platinum Gold zu machen. Das wird dann einfach weiterlaufen. Ob das dann ausläuft oder ob dahinter dann was Neues kommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge. Ich wollte sowieso mal langsam wieder ein Horror-Game spielen, habe aber momentan da keine Ahnung, was ich da spielen soll. Die meisten Horror-Games, ich brauche halt wirklich ein Horror-Game, wo ich sage, wow, gruselig. Ich bin nicht so schnell zu gruseln von solchen Games. Wir hatten damals Penumbra gespielt, einige wissen es noch. Da war ich manchmal an einigen Stellen ein bisschen, Slenderman zum Beispiel hat mich gar nicht so gegruselt. Da war ich eigentlich, keine Ahnung, das war gar nicht gruselig, keine Ahnung. Da muss es schon gut sein. Und Outlast. Komme ich auf Last of Us. Und weil Outlast, das war schon, aber das habe ich leider nicht gespielt. Ja, so viel dazu. Und was auf jeden Fall noch kommen wird, ist wieder League of Legends. Ich werde auf jeden Fall wieder League of Legends anfangen zu Let's Playen. Da werden sich alle freuen. League of Legends hatte unglaublich hohe Aufrufzahlen. Das haben viele gefeiert. Aber nach 150 Folgen, die wir hatten, musste ich mal eine kleine Pause machen, weil
ganz ehrlich, dann irgendwann so, boah. Du kannst bei League of Legends auch nicht jedes Game hochladen. Bei League of Legends habe ich das so gemacht, dass ich Games hochgeladen habe, die meistens ein Gewinn waren, weil sieht ja auch doof aus, wenn du da 10 Mal hintereinander verlierst. Ich habe auch Loses hochgeladen, je nachdem, wie ich gerade drauf war und wie ich Bock hatte, bla bla bla. Auf jeden Fall wird die neue League of Legends-Reihe, die ich dann natürlich starte, heißen Bronze to Challenger. Ich weiß sehr wohl, dass ich kein Challenger-Niveau habe. Ich spiele auf einem soliden Silber- bis Gold-Niveau. Aber ich werde das, nenne das aus diesem folgenden Grund Bronze to Challenger, weil ich jedes einzelne Ranked-Game, was ich spiele, aufnehmen werde und hochladen werde. Das heißt, ich werde privat keine Ranked-Games mehr spielen, sondern nur Normal-Games. Und werde mit euch zusammen dann jedes Ranked-Game spielen und ihr könnt dann analysieren, wie fandet ihr das Game und so. Dafür muss ich aber gucken, ob ich da mir irgendwie aufnahmetechnisch was verbessern kann, Game Boost und sowas starten kann, vielleicht, dass es wirklich nicht laggt, weil wenn es laggt, dann spielt man prinzipiell natürlich immer schlechter. Da muss ich auf jeden Fall mich kümmern, aber das wird schon. Das wird schon. Ja. So viel dazu. Also, Gamescom haben wir. Wir haben die Zusammenlegung der Kanäle haben wir. Wir haben, was passiert auf dem Kanal demnächst. Ich habe auch überlegt, ob ich mir neuere Spiele. Es kommen dieses Jahr einige neue Spiele raus. Die mich auch interessieren. Gerade so dieses Rumgeshooter-Geballerspiele, da kommen ja einige raus. Würde ich vielleicht mal wieder probieren. Da könnt ihr mir vielleicht sagen, was ihr am liebsten wollt. Weil das Problem ist natürlich, ich bin in der Regel jetzt nicht unbedingt so vertreten. Spiele es aber doch ab und zu gerne. Und da müsst ihr einfach mal sagen, was von den neuen Spielen, die 2015 rauskommen, wollt ihr denn sehen? Dann schreibt es in die Kommentare und dann gucke ich mir die Spiele an und dann weiß ich gezielt, okay, dieses Video würde am meisten Leuten gefallen. Ich richte mich ja sehr gerne nach der Community. Einfach in die Kommentare. Offizieller Stream zum Kanal. Es sind auch einige Bilder drin, die ich so schon bearbeitet habe, egal. Nochmal. Ja, bei den Frogs wird auf jeden Fall was zu den Frogs noch zu sagen ist. Bei den Frogs werden auf jeden Fall eine Menge Stuff jetzt kommen. Ich ziehe ja nach Deutschland, dann. Also ich gehe wieder nach Deutschland, dann ziehe ich um, dann. Ich versuche mit jemandem zusammenzuziehen, der ebenfalls der übelste Hardcore-Zocker ist. Das wird so eine richtige Zocker-WG, ey. Das wird so richtig. Da werden auf jeden Fall viele Vlogs kommen und so. Und ja, das wird auf jeden Fall in nächster Zeit eine Menge, eine Menge, eine Menge Stuff bringen. More from the skins. Ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Angesprochen, angesprochen, angesprochen. Ich sitze ja wieder vollkommen unvorbereitet. Super. Wir können mal ganz kurz aus der wunderschönen Auswahl hier rausgehen. ESC war das? Genau. Habe ich irgendwas offen, was jetzt wichtig ist? Nö, gar nicht. Ah, da sieht man mich, wie ich mich selber aufnehme. Meine Haare sind voll für den Arsch. Das ist super. Ihr seht ja, also das lief gerade im Hintergrund, weil. Ah, stimmt, ich kriege noch einen zweiten PC. Das wird auf jeden Fall auch noch. Ach, genau, das habe ich total vergessen zu erwähnen. Ich mache das mal ganz kurz weg. Das habe ich total vergessen zu erwähnen. Und zwar die Streams. Es wird wahrscheinlich am 13., wenn ich die Zeit dazu haben sollte. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt alles auf mich zukommt, wann ich. Wie genau ich das mit neuer Arbeit suchen und so, muss ich ja auch alles machen. Ich weiß nicht, ob ich das sofort am 13. mache oder ob ich das noch warte kurz. Es wird auf jeden Fall in der Woche vom 13. bis zum 20. April mega hardcore geile Streams kommen, meine Freunde. Es ist der 24-Stunden-Stream geplant. Es ist ein Stream geplant, bei dem ich mal neue Spiele ausprobiere. Bla bla, ganz viel Spaß. Und mit dem zweiten PC wird dann gearbeitet. Das heißt auf Deutsch, ich kann perfekt auf Kommentare eingehen. Ich kann verschiedene Ansichten switchen. Ich kann die Streams also endlich mal ausbauen. Mit einem einzigen Bildschirm ist das natürlich ein bisschen doof gewesen. Ich bekomme ein neues Headset. Das wird auch nochmal ganz kurz cool sein, weil das hier habe ich geschrottet. Das funktioniert nicht mehr. Da ist. Moment. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Ich bin über das Kabel gestolpert und jetzt ist dieser Stecker hier total krumm. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Ich kann mal den Stecker. Siehst du das? Der eine ist mega krumm. Den habe ich so ein bisschen zurechtgebogen. So ist das, genau. So ist das. Den habe ich ein bisschen zurechtgebogen hier, aber der geht nicht mehr. Das. Voll für den Arsch. Ja, es ist leider so. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe sehr, es kommt zu einigen der Themen ein bisschen Feedback. Gerade die Themen, die euch interessieren. Guck mal, da ist sogar noch Feier drauf auf dem.
Ich darf es jetzt in der Aufnahme nicht zeigen, weil ich habe das Verbot, bevor Release des Spiels, das zu zeigen. Kann ich das noch spielen? Das wäre ja jetzt schon ziemlich hardcore. Ob das verändert wurde, ist eine gute Frage. Oder ob das die Demo-Version, ob das was anderes. Ich war noch nie Beta-Tester. Ja. Ansonsten, wenn ihr Tipps, Tricks, Ideen, irgendwas habt, was ich noch Let's Playen suchen kann. Ach, genau. Ah, wieder was vergessen. Super. Und zwar gibt es ja noch. Es gibt ja jetzt dann also dieses Minecraft. Dann kommt. Minecraft. Und. Oh, ich bin so verpeilt heute. Es tut mir wirklich leid. Minecraft wird auf jeden Fall weitergehen. Dann. The Binding of Isaac wird weitergehen. Dann Torchlight erstmal noch, dann sehe ich gerne das geht noch zu Ende, aber das sehe ich mal nicht. Und jetzt komme ich nicht drauf. Torchlight, Binding of Isaac. Range of Kings, genau. Nach Range of Kings kommen die Daedalic-Spiele. Nee, wir machen das so. Nach Range of Kings kommen die Daedalic-Spiele. So, Minecraft, Daedalic, nach Binding of Isaac wird League of Legends kommen. So machen wir das. League of Legends und nach Torchlight kommt dann Anno oder irgendwas anderes, ich weiß nicht genau. Und dann kommen die Vlogs, fünfter Strich. Tut mir leid. Fünfter Strich und das wird, das heißt dann so Vlogging oder so, keine Ahnung. Und dann gibt es ja noch momentan die sechste Regel, die einige glaube ich noch nicht so ganz verstanden haben. Und zwar ist das Random Let's Plays. Ich zeige das mal ganz kurz auf. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie Videos von irgendjemandem an. Habe ich nicht, sehr schön. Ich zeige das mal ganz kurz auf dem Kanal. Und zwar gibt es, wir haben bald 1250 Abonnenten erreicht, das ist auch nicht schlecht. Und zwar gibt es übrigens eine neue, Dings hier muss ich mir noch reinfuchsen. Momentan diese Random Let's Plays, die seht ihr hier. Alles, random, gebullshit und Gefehle. Hier sind immer die aktuellen Playlists. In diese Playlists, random, nicht anmachen, random Blues und Gefehle, ist nicht nur Minecraft drin, da ist aller möglicher Scheiß drin. Ihr seht das hier schon, da ist Clash of Clans drin, da ist das drin, da werden noch ein paar andere Videos, die ich noch gemacht habe, reingefügt, die habe ich vergessen einzufügen. Da ist eine Menge Stuff drin. Wenn ihr also Videos seht, die zu keiner Playlist gehören momentan, und ihr kennt das nicht, dann könnt ihr euch denken, okay, es gehört zu random Bullshit, weil ich halt ab und zu Bock habe, ich habe auch Bedwars-Folgen aufgenommen, da wird noch eine Spezialfolge hochgeladen, es wird auf jeden Fall eine ganze Menge Stuff kommen und ich hoffe, ihr werdet, warum gehe ich hier euch drauf, so, ja auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja genau, und ja, hoffentlich kommt viel Kommentare, viel Kritik, es spricht ja wirklich jeden Zuschauer an, jetzt, was momentan ich angesprochen habe, ich hoffe vor allen Dingen zu den Streams kommt was, denn da brauche ich auf jeden Fall eure Hilfe. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.